Halo, guten Abend, dobro večer i dobrodošli u novu video lekciju. I u ovoj video lekciji usvojamo novi vokabular, vokabular za malo viši nivo B1 i B2. Juče sam snimila jedan sličan klip i vidim da ste ga dugo gledali. Dužina trajanja mu je onako pristojna, tako da mi se to dopada. Ne volim kad vidim da imam neki klip koji sam snimala recimo 30 minuta, a prosječna dužina trajanja bude 5 minuta. To znači da nešto vam se nije dopalo. Tako da, kao što rekoh, ovo je dugo gledan, tako da evo snimam još jedan sličan sa još boljim rečima. Dakle, interesantne reči za viši nivo sa interesantnim primerima. Ne propustite nikako ovu epizodu. Krećemo odmah. Setzt eine Anzeige und fügt ein gefälschtes Bild ein. Dakle, kao što primećete, dve stvari ovde učimo. Setzt eine Anzeige. Anzeige, pretpostavljam da znamo da je oglas. I, naravno, Anzeige setze. Staviti, postaviti oglas u novine. Setzt eine Anzeige und fügt ein Bild ein. Dakle, i ubacuje u oglas, recimo ovde je tekst, ovde je tekst, i onda kad ubacite između toga neku sličicu ili u Word dokument, znači einfügen, imali smo glagol hinzufügen, dodati nešto, hinzufügen, ovde imamo einfügen, znači ein, u. Fügt ein Bild ein, znači ubacuje u svoju to sliku, i to kakvu sliku? Gefälschtes, dakle pretpostavljate ovo falš ovde, da je falš, znači nešto lažno, i pridev je gefälscht. Gefälscht, lažni. Lažnu neku sliku. Znači na neko super telo stavi svoju glavu, recimo. I to je ein gefälschtes Bild. Also setzt ein Anzeige und fügt ein gefälschtes Bild ein. Kad dajete oglas u novine da tražite neku... Dobro, nije bitno. Dakle, Bild može da bude gefälschtes. Gefälschtes Bild, lažna slika, einfügen u, kao insert na engleskom, znači ubaciti u neki dokument, u neki tekst sliku. Ok, idemo dalje. Das Bild, das ich dir gezeigt habe, ist ein gefälschtes Bild. Dakle, slika koju sam ti pokazao je lažna slika. Das Bild, das ich dir gezeigt habe, ist ein gefälschtes Bild. Gefälscht. Sie hat eine gefälschte Lederjacke, zum Beispiel lažnu kožnu jaknu. Sie hat eine gefälschte Lederjacke. Okay, gefälscht. Hat die E-Mail geschrieben und eine Tabelle angefügt. Anfügen bi bio kao attach, dakle pravite neki mail, dokument i onda dodate još i sliku u nekom posebnom, recimo, formatu i dokumentu. Znači, einfügen, ubacimo unutra, anfügen, dodamo uz dokument, uz mail u ovom slučaju. Dakle, hat die E-Mail geschrieben und hat auch eine Tabelle angefügt. Angefügt. Sie beschließen, den beiden einen Streich zu spielen. Ovdje sad imamo izraz einen Streich spielen ili poznate je tam sada engleska reč prank. Dakle, na engleskom prank, einen Streich spielen. Dakle, sa nekim se šaliti na neki način, nešto mu podmetnuti ili nešto napraviti da izgleda smešno ili strašno. Znači, einen Streich spielen. Sie beschließen den beiden, znači njima, dvoma ili njima dvema, einen Streich zu spielen. Znači, Streich je prank, neka šala. Sie haben ihnen einen Streich gespielt. Mi je bilo u perfektu. Sie haben ihnen einen Streich gespielt. Sofort verabreden sie sich mit ihnen und warten gespannt. Sofort verabreden sie sich mit ihnen und sie warten gespannt. Znači, sich verabreden, dogovoriti se sa nekim
da se nađe tu toliko i toliko, tu i tu. Znači, sich verabreden, dogovoriti se. Und gespannt, dakle, kada nešto, jedva čekam da se nešto dogodi, nestrpljiv sam. Ich bin ungeduldig, ich bin gespannt, dich zu sehen. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Dakle, jedva čekamo. Sie verabreden sich mit ihnen und sie warten ungeduldig, gespannt. Sie freuen sich, der Streich ist geglückt. Znači, raduju se zato što je njihova ta šala uspela. Dakle, glagol je glücken, naravno gluk, sreća, pa glücken, dakle, kad je nešto uspelo. Možemo reći da je sinonim ist gelungen, dakle, da je sinonim gelingen, uspeti. Also, der Streich ist gelungen, oder der Streit ist geglückt. Dakle, nešto je uspelo, možemo reći, es ist mir gelungen, uspelo mi je to da uradim, es ist gelungen, uspelo je, odradio sam, položio sam ispit, es ist gelungen, ich habe es geschafft, es ist gelungen, es ist geglückt, es ist geglückt. Znači, imao sam sreće, uspeo sam. Der Plan ist geglückt. Also, der Plan ist gelungen. Der Plan ist geglückt. Uspešno završi. Beim Durchblättern einer Zeitschrift entdecken Sie zwei Abendkleider, die Sie unbedingt haben möchten. Prilikom listanja jednog časopisa otkrivaju one neke večernje haljine koje one obavezno po svaku cijenu bi želele da imaju. Dakle, beim Durchblättern. Durchblättern je listati knjigu ili časopis ili novine. Beim Durchblättern, dakle, prilikom listanja, eine Zeitschrift, sie entdecken, otkriti, entdecken, die Wahrheit entdecken. Etwas entdecken, otkriti, šta su otkrile, Abendkleider, neke haljine, die sie unbedingt haben möchten, koje bi one obavezno želele da imaju. Ich möchte diese Abendkleider unbedingt haben, unbedingt, obavezno, po svaku cenu, unbedingt. Durchblättern, entdecken, unbedingt. Aber leider sind die Kleider viel zu teuer. Leider sind die Kleider viel zu teuer. Nažalost su haljine previše skupe. Leider sind die Kleider viel zu teuer. Die Mädchen suchen im Internet und sie finden aber nichts geeignetes. Znači, im Internet, traže na internetu, ich suche im Internet, aber sie finden nichts geeignetes. Ništa odgovarajuće. Znači, geeignetes, nichts, ovde geeignetes, zbog ovog nichts. Znači, uvijek kad kažete nichts, gutes, nichts, schönes, nichts, geeignetes, ništa odgovarajuće. Ich hab nichts geeignetes gefunden. Znači, si kupio nešto, kako je bilo u shoppingu, si kupio nešto? Nein, leider habe ich nichts geeignetes gefunden. Nichts geeignetes. Also, sich eignen je glagol, sich eignen, dakle, nešto odgovara, odgovarati. Dieses Gerät eignet sich für den Zweck. Dakle, ovaj uređaj odgovara toj svrsi. Znači, mikser odgovara svrsi mešanja hrane. Dieses Gerät eignet sich für den Zweck. Ali, recimo, ja pokušavam s mikserom da, ne znam, skuvam kafu. Nein, dieses Gerät eignet sich nicht für den Zweck. Znači, nije ti to za to. Es eignet sich nicht für diesen Zweck. Dieses Gerät ist für den Zweck geeignet. Znači, pridev je geeignet, odgovarajući, ili es eignet sich, kao glagol. Dakle, dieses Gerät eignet sich für den Zweck, odnosno, dieses Gerät ist für den Zweck geeignet. Pa smo zato gore imali nichts geeignetes, ništa odgovarajuće, nichts geeignetes haben wir gefunden. Znači, sich eignen i glagol geeignet.
Sie freut sich und glaubt, dass sie befüdern will. Različite reči, dodamo neki prefiks, promene značenja i tako dalje. Dakle, ovdje sad imamo füdern i befüdern. Befüdern znači promote nekoga na poslu, kako se kaže? Unapređenje, unaprediti nekog, unaprediti. Dakle, befüdern, unaprediti. Ona se raduje i veruje da će on nju da, da će, da on želi da je unapredi na poslu. Sie freut sich und sie glaubt, dass sie befördern will. Dakle, befördern. Sein Chef hat ihn befördert. U perfektu. Šef ga je befördert. Ga je unapredio. Sein Chef hat ihn befördert. Fordern. Znači sad druga reč sasvim. Ovo ima ovaj umlaut i ima i ovaj prefiks. Befördern. Fordern. Sein Chef fordert mich. Ima besacu sein. Fordern je sinonim za verlangen. Zahtevati. Znači fordern, on zahteva od mene da uvek budem bolji. Moram ili će mi dati otkaz. Dakle, fordert. On zahteva. Sein Chef fordert mich immer. Sein Chef, mein Chef. Mein Chef fordert mich immer besser zu sein. Znači fordern, fordern je zahtevati. Befürdern, unaprediti. Fordern, zahtevati. I samim tim die Forderung je zahtev. Die Forderung. Was sind deine Forderungen? Was muss ich machen? Šta moram da uradim? Was sind deine Forderungen? Koji su tvoji zahtevi? Wenn man gehorsam ist, dann befolgt man die Befehle. Dakle, kada je neko gehorsam? Gehorsam znači poslušan. Onda man sledi naređenja. Znači, befolgen je poslušati. Befehle su naređenja. Ich bin gehorsam und ich befolge die Befehle. Ja sam gehorsam, ja sam poslušan, ich befolge, ja slušam, sledim die Befehle, naređenja. Also, wenn du befiehlst, kad ti naređuješ, ich befolge, ja sledim, ja slušam, deine Befehle, tvoje naređenje. Befehlen, narediti. Befehle, naređenja, befolge, poslušati, slediti nečije naređenja i onda si ti gehorsam, poslušan, gehorsam. Fürdern. Znači što smo imali gore? Befürdern, nekoga unaprediti. Fo, sa o, fordern, nekoga nečim verlangen, zahtevati nešto nekoga, fordern, zahtevati. I sad imamo fürdern sa umlautom. U nekom slučaju je kao to neki push, kao nekome dajete vetar u leđa, znači nekome potpomažete, kao unterstützen, da bude bolje. Dakle, fürdern, die Firma wird vom Staat gefördert. Dakle, firma ta je potpomognuta, država pomaže firmu na neki način, možda daje pare. Znači, die Firma wird vom Staat gefördert. Gefördert. Dobro, dakle, fördern, fördern und fördern. Zapišite ih pa pomalo. Razgraničite. Ich habe das Bedürfnis, besser Deutsch zu sprechen. Bedürfnis je druga reč, odnosno neka reč za danas, ne znam koja na redu, za naučiti i znači potreba. Imam potrebu da naučim nemački. Ich habe das Bedürfnis, besser Deutsch zu sprechen. Da bolje govorim nemački. Ich habe das Bedürfnis, besser Deutsch zu sprechen. Bedürfnis. Erklärt sich bereit, den Kellner zu spielen. Ovdje sad imamo izraz. Sich bereit erklären. Dakle, ja sam spreman u smislu. On se izjašnjava kao da je spreman da glumi kelnera.
Er erklärt sich bereit, den Kellner zu spielen. Ich erkläre mich bereit, dir zu helfen. Dakle, smijem sam možete reći ich bin bereit, dir zu helfen. Spreman sam da ti pomognem, ali eto da zvučite malo lepše, vi kažete ich erkläre mich bereit, dir zu helfen. Ich erkläre mich bereit, dir zu helfen. Kurz darauf erhalten die beiden Mädchen zwei Pakete, mit denen sie geliebäugelt hatten. Ubrzo nakon toga erhalten die beiden Mädchen zwei Pakete. Erhalten je sinonim za bekommen. Dakle, dobijaju, erhalten, dobiti. Dobijaju one neke pakete sa kojima su, koji se njima sviđaju. Mit denen sie geliebäugelt hatten. Dakle, glagol je lieb i eugen. I kao sinonim za gefallen. Znači, liebäugeln ili gefallen. Sie erhalten zwei Pakete, mit denen sie geliebäugelt hatten. Liebäugeln. Ihr Verabredung mit ihm verläuft anders als geplant. Ovo je baš lepa rečenica. Znači, imali smo pre 10 minuta sich verabreden mit jemanden, znači s nekim se dogovoriti da se nađete. I sad taj dogovor, ihr Verabredung, verläuft anders als geplant. Znači, protiče drugačije nego što je planiran. Verlaufen, proticati. Unsere Reise verlief anders als geplant. Ovdje imamo to isto u preteritu. Znači, naše putovanje je proteklo drugačije nego što smo planirali. Unsere Reise verlief anders als geplant. Seine Hochzeit ist anders als geplant verlaufen. Imamo isto to samo u perfektu. Njegovo venčanje je proteklo drugačije nego što je bilo planirano. Seine Hochzeit ist anders als geplant verlaufen. Znači, es verläuft anders als geplant. Es verläuft anders als geplant. Das kommt darauf an. To ćete često čuti. Das kommt darauf an je isto što i das hängt davon ab. U značenju to zavisi od. Das kommt darauf an. Ankommen. Znači, nema veze sa glagolom kommen, doći. Das kommt darauf an, wo ich mich befinde. Zum Beispiel, ja pitam, rufst du mich morgen an? Hoćeš mi pozvati sutra, rufst du mich morgen an? Das kommt darauf an, wo ich mich befinde. To zavisi od toga gdje ću se nalaziti tada u tom trenutku. Das kommt darauf an. Das hängt davon ab. Znači, zavisi das kommt darauf an, odnosno das hängt davon ab, wo ich mich befinde. Er ist sehr unhöflich und er redet abfällig über ihre Freunde. Također, lepa reč, mislim, lepa, negativna, ali lepa da se nauči. Dakle, nepristojan je i priča loše o drugima. Er redet abfällig über ihre Freunde, pričati loše o nekome, pričati nekom iza leđa, u suštini ogovarati. Also, er ist unhöflich und er redet abfällig über ihre Freunde. Abfällig. Er hat zum Beispiel über seine ehemalige Freundin abfällig geredet. Znači, on je loše priča ogovarao je svoju bivšu devojku. U prošlom klipu smo imali ovo reč ehemalig, bivši. Er hat über seine ehemalige Freundin abfällig geredet. Znači, abfällig. Nešto kao što je glagol lästern. Znači, lästern je tračariti. Meine Kollegin lästert viel und das gefällt mir nicht. Znači, moja koleginica mnogo tračari, to mi se ne dopada. Sie lästert viel. Sie redet abfällig über unsere Kollegen und das gefällt mir nicht. Sie lästert viel. Sie redet abfällig über unsere Kollegen und das gefällt mir nicht. Znači, abfällig über jemanden reden oder lästern. Tračariti, lästern.
Da erkennt sie, welche Absichten hat und sie wirft ihn hinaus. Tada ona prepoznaje velike absichten hat. Kakve namere on ima und sie wirft ihn hinaus. Also Absicht, namera. Hinaus, jemanden hinauswerfen, nekoga izbaciti napolje. Dakle, und erkennen, prepoznati. Sie erkennt, oder da erkennt sie, welche Absichten hat, znači koje on namere ima, und sie wirft ihn hinaus i izbacuje ga napolje. Welche Absichten hast du? Koje ti namere imaš? Koje su tvoje namere? Welche Absichten hast du? I hinaus werfen. Kad smo kod toga hinaus werfen, kad idemo gore i dole, ali ne na polju, to je herunta i hinauf. Dakle, ich gehe die Treppe herunter, idem niz stepenice, ich gehe die Treppe hinauf, idem gore, ili u svakodnevnom govoru, ich gehe die Treppe runter und rauf. Runter, rauf, herunter, hinauf. Bei mir geht es gerade auf und ab. Izraz, es geht auf und ab. Dakle, dešava se svašta, svašta se nešto dešava i dobro i loše. Es geht bei mir gerade auf und ab. Sie sehen für ihr Leben gern fern. Još jedan izraz. Veoma rado. Znači, sie sehen gern fern. To naučimo na početnom jedan. Oni vole da gledaju TV. Sie sehen gern fern. A onda malo, kad proširimo znanje, naučimo izraz, pa kažemo sie sehen für ihr Leben gern fern. Ili ich esse für das Leben gern. Spielt für das Leben gern Fußball. Znači, für das Leben, ništa drugo nego veoma. Dakle, veoma volim da jedem, Ich esse für das Leben gern. On veoma voli da igra futbal. Spielt für das Leben gern Fußball. Znači, für das, für das Leben. Besonders ihre Lieblingsserie wollen sie auf keinen Fall verpassen. Auf keinen Fall, ni u kom slučaju, verpassen, propustiti. Sie wollen ihre Lieblingsserie, one ne žele da svoju omiljenu seriju, ni u kom slučaju, auf keinen Fall verpassen, propustiti. Besonders ihre Lieblingsserie wollen sie auf keinen Fall verpassen. Deshalb ist sie auch sehr ärgerlich, als ein Telefonanruf sie dabei stört. Zbog toga je ona veoma ljuta kada jedan telefonski poziv nju pri tome uznemiri. Dakle, stören, uznemiriti, telefonanruf, poziv. Deshalb ist sie sehr ärgerlich, als ein Telefonanruf sie dabei stört. Hat eine Rolle beim Fernsehen bekommen. Znači, dobio je neku ulogu na televiziji. Nešto će da glumi. Eine Rolle. Kad kažemo das spielt keine Rolle, možemo da recimo, to uopšte nije bitno, to nije važno. Das spielt keine Rolle. Ali hat eine Rolle beim Fernsehen bekommen. Hat die Geschichte genauso wieder gegeben, wie sie war. Wieder geben. Prepričati. Znači, on je prepričao tu priču baš onako kako se i desila. Hat die Geschichte genauso wieder gegeben. Wieder gegeben, wie sie war. Kannst du mir wieder geben, was ihr heute im Unterricht gemacht habt? Dakle, možeš li mi prepričati šta ste danas radili na predavanju? Kannst du mir wieder geben, was ihr heute im Unterricht gemacht habt. Wieder geben. Da mi ponovo daš. Prepričaš. Fühlt sich bereits wie ein Superstar. Bereits. Bereits sinonim za schon. Već. Fühlt sich bereits wie ein Superstar. Već se osjeća kao superzvijezda. Sie liebt Fernsehwerbung und sie spielt die Werbespots nach. Nachspielen.
Znači imali smo wiedergeben, prepričati, nachspielen, imitirati. Imamo još jedan nachmachen. Dakle, ona voli televizijske te reklame i sie spielt die Werbespots nach. Znači ona imitira dok ide reklama, ona radi sve to što oni rade na reklami. Nachspielen, imitirati. Ili nachmachen, s tim što nachmachen je imitirati, možda čak i malo negativno, der Schüler hat seine Lehrerin nachgemacht. Znači, đaci su svoju učiteljicu imitirali. Nachgemacht. Der Schüler hat seine Lehrerin nachgemacht. Nachspielen und nachmachen. Er kann ihr widerstehen oder er kann ihr nicht widerstehen. Widerstehen je odoleti. On može da njoj odoli ili on ne može da joj odoli. Er kann ihr nicht widerstehen. Widerstehen, odoleti. A, sa opet sa stehen. Sie steht auf, stehen auf starke mena. Sie steht auf starke mena. Sie liebt starke mena. Dakle, ona voli jake muškarce. Sie steht auf. Sie liebt. Sie mag starke mena. Ich stehe auf gutes Essen. Ja, pak volim dobro da jedem. Ich stehe auf gutes Essen. Sie steht auf starke Männer. Dakle, stehst du auf starke Männer und schöne Frau oder stehst du auf gutes Essen? Vidimo se u narednom klipu. Tschüss!